Stall hier. Das wird dem Chef aber gar nicht gefallen. Ey, sag mal, hast du sie nicht mehr alle? Ralf, was soll das? Halt die Fresse, du Schlampe! Du glaubst doch nicht, dass ich mir das von dir gefallen lasse. Du schlägst mir ins Gesicht vor der kompletten Kameradschaft. Du dreckige Schlampe. Tut mir leid. Lass stecken, Kind. Ab jetzt wirst du mir die Stiefel lecken. Und jetzt räum die Schweinerei hier auf. Jetzt sei doch nicht so nervös. Du hast mir doch alles tausendmal erklärt. Ja, du fliegst zum ersten Mal alleine. Oh, na und? Also komm, auf drei. Eins, zwei, drei! Drei und los! Los, schneller! Sieh zu, dass du hochkommst! Guck mal. Da oben. Das sieht doch aus wie eine Giraffe, oder? Hä, wo? Na da, die Wolke. Da, das sind die Beine und das... Das ist der schlanke Hals, so wie deiner. Ich liebe dich. Und ich dich, Kimmy. Es ist so schön mit dir. Mann, ey. Wieso kann dieses Scheißleben nicht einfacher sein? Woran denkst du gerade? Komm, was ist denn los? Hattest du wieder Stress mit Ralf? Naja. Was wegen uns? Weißt du was? Letztens im Nachbarkreis haben die Kameraden so einen Typen verprügelt und jetzt sitzt er im Rollstuhl. Nur weil er mit einer Türkin zusammen war. Das hat Nicole mir erzählt. Komm mal her. Komm her. Mach dir keinen Kopf, hm? Wir schaffen das. Zusammen. Erich hat gestern Abend zu viel gesoffen und sich vollgekotzt. Er braucht was zum Abwischen. Zu Befehl. Sozial und national! Hier, bitte. Sozial und national! Besten Dank, Kameradin. Und jetzt weitermarschieren. Du hast sowas von verschissen, Herr Ralf. Was soll ich denn machen? Hallo? Dein Gehirn einschalten. Wenn der das mit Dennis rauskriegt, dann bist du fällig. Ja, aber... Ach, mach doch, was du willst. Ich will mit der Scheiße nichts zu tun haben. Und Kim, schmeckt's dir? Ist Tofu-Curry. Mhm. Lecker. Das ist ein Rezept von der Ming. Einer alten Bekannten aus Vietnam. Keine große Sache. Was hast du denn heute so gemacht, Kim? Ja, ich war auf der Demo. Oh, cool. Siehst du? Wir hätten auch hingehen sollen, Papa. Ja, Caro, lass mal sein. Engagement gegen Nazis ist wichtig, Dennis. Das kann man gar nicht genug loben. Ja, ich weiß. Was hat er gesagt? Dass ich es gut finde, wenn junge Leute sich für die Demokratie einsetzen. Den Ole. Den können Sie doch bestimmt auch. Der hat der Caro bei ihrem Asylbewerberprojekt geholfen. Und jetzt organisiert er eine Soli-Party gegen Abschiebung. Das ist wahnsinnig nett. Das finde ich gut. Sowas. Finden Sie eigentlich auch Ratten gut, Herr Riebrecht? Ratten? Wie kommst du denn jetzt darauf? Naja, weil Ratten, die fressen sich durch, ne? Auf Kosten anderer. Genauso wie Ausländer und Asylbewerber. Kim, wieso sagst du sowas? Kim, was? Ja, kommt schon, Leute. Ratten sind scheiße, ja? Aber Asylbewerber wollt ihr in unser schönes Land lassen? Nicht, Kim.
Ja, jetzt mach doch mal Piano. Ich verbitte mir so einen Schwachsinn an meinem Tisch. Vielleicht reden wir einfach über was anderes. Aber ich hab doch nur die Wahl. Raus! Ey, wie ist der denn raus?